Hallo Freunde der nicht enden wollenden Serie China-Schrott. Ich habe heute wieder von eBay für euch ein Smartphone bestellt, das besser kaum ausschauen könnte. Der Name ist allerdings ziemlich verdächtig, denn es handelt sich um das P36. Ja, es ist genau gesagt das P36 Pro. Ja, gleich so von der Namensgebung und auch von der Optik könnte man denken, es handelt sich hier um ein Huawei-Gerät. Ist es natürlich nicht. Es ist eigentlich bisher die dreisteste Namensgebung, auf die ich stoßen durfte, denn normalerweise werden direkt die Produktbezeichnungen kopiert. Das heißt, ich habe ein Mate 20 vorgestellt, ich habe ein P30 vorgestellt, ich habe jetzt auch aktuell ein P31 bestellt. Auch wieder bei eBay habe ich mich verführen lassen, weil einfach es sieht so gut aus und der Preis ist so verführerisch. Wobei das hier mit paar 60 Euro sogar noch günstiger war als das Mate 31, was ich aktuell für 85 Euro erstanden habe. Ja, P36, also der Hersteller hier, wie immer er heißen möge, ist wesentlich schneller in der Entwicklung als Huawei. Und während Huawei sich hier noch mit dem P30 feiert, ist ein Hersteller, was auch immer, schon mit dem P36 wesentlich weiter mit dem Preis. Ach, hier ist doch drunter, steht doch leise, also ne, leserlich, wer das Gerät produziert hat. Die sind also schon viel weiter. Wie ihr auch gerade erkennen könnt, ich blende euch nämlich das Bild ein, das mich hier auch zum Kauf bewogen hat. Außerdem haben wir jede Menge positive Bewertungen hier von Käufern, zeige ich euch gleich. Und zwar direkt nach dem Intro. Danach schauen wir uns den Knochen mal näher an und werden es wie immer entlarven. Viel Spaß! Schön, hier mal kurz gezeigt, was ich bestellt habe. Das ist jetzt das Mate 31 Pro und ich denke mal schon allein von dem Bild hier, was ja das Produkt darstellen soll, sieht es auch schon extrem attraktiv aus. Wird aus Malaysia angeblich geliefert, kommt dann aber irgendwie dann doch aus China, was zu erwarten war. 8 GB Arbeitsspeicher, 256 GB Festspeicher, hier ein 6595 mit 10 Kernen, 6,5 Zoll LCD. Okay, gut, dass da nicht noch AMOLED reingeschrieben haben und hier auch mal kurz die Rückseite gezeigt. Also der sieht ja nun wirklich so dermaßen attraktiv aus, dass man denkt, die würden doch hier Huawei im Schlaf vermöbeln. Deshalb ja auch die Bezeichnung Mate 31 Pro. Ob das tatsächlich auch ankommen wird, ist natürlich eine andere Frage, weil es aus China kommt. Das hier kam tatsächlich direkt aus Deutschland abverkauft. 38 Stück hier verkauft. Knapp über die Hälfte hat sich auch zu einer Bewertung hinreißen lassen. Dabei gab es 15 positive, gerade mal 4 negative. Kann ich auch gleich spoilern. Nur 2 haben sich über die Technik beschwert. Die anderen hatten andere Probleme gehabt. Aber hier überwiegend positive Bewertung. Und wie gesagt, das gesamte Angebot auch abverkauft. Und wenn man sich das dann hier nochmal ein bisschen näher anschaut, erstmal das hier wieder wegixeln, stellen wir fest, es gibt auch noch, wow, ja, viele andere Angebote, die auch mega attraktiv sind, wie hier zum Beispiel ein Großbild-Smartphone, das Note 10 Plus. Ja, jede Ähnlichkeit zu Samsung ist natürlich rein zufällig, zumal das Gerät ja auch bedeutend billiger ist. Und das zieht sich dann hier eigentlich auch noch so weiter. Hier ist P35, P41, ach, man geht auch mal gerne noch eine ganze Generation weiter. Und schaut euch auch das mal an, das ist da auch ziemlich attraktiv, aktuelle Software, mega Speicherausbau, gerade mal 66 Euro. Ja, gibt seitenweise hier. Gut, ihr könnt natürlich auch einen 2,4 Zoll Schokoriegel bestellen für 27,99 €. Muss wahrscheinlich importierte Fairtrade-Schokolade sein. Wenn man hier, also für einen Riegel, ist auch schon recht happig. Ja, sieht auch aus wie ein Telefon. Wahrscheinlich Zufall. P37, offensichtlich geht man hier, arbeitet man sich stückweise nach oben. Hier nochmal ein S10 Plus und immer so weiter. Ne, das ist auch hier wieder die, also ist reiner Zufall. Hier die Ähnlichkeit zu Samsungs Telefon. Vielleicht hat ja auch Samsung kopiert. Das weiß man ja auch nicht von so einem namhaften No-Name-Hersteller aus China. Gab sogar in verschiedenen Farben, Dark Blue, Light Blue und Black. Und die Bezeichnung bei mir ist einfach nur Android OS 9.1 P36 Pro, 6,3 Zoll, voller Wassertropfen, Großbild, Smartphone, 10 Kern. Also ich denke mal, es ist selbsterklärend. Also denke ich, ich finde es absolut verwirrend, kryptisch und rätselhaft. Jetzt packen wir aber mal das Schmuckstück aus und schauen mal hier inwiefern. Oh wow, zieht euch das rein. Das Geile ist übrigens, wenn man bei Google in der Bildersuche P30 Pro eingibt, ist das erste Bild tatsächlich nicht das Original von Huawei. Das erste Bild ist hier was von Wish. Wenn wir uns das hier aber mal im Vergleich mal ganz grob reinziehen, auch wenn das jetzt hier bloß ein rangezoomtes Minibild ist, wir können doch ziemlich gut erkennen, die Namensgebung ist kein Zufall. Ja, man hat sich hier definitiv an Huawei orientiert im Design her. Mit der kleinen Abänderung P36 Pro statt P30 Pro möchte man vielleicht noch so ein bisschen darauf hinweisen,
dass das Gerät hier sogar besser ist. Ich meine, es könnte ja zumindest ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis haben, damit würden wir uns ja auch schon zufrieden geben. Aber es wird wohl hier wieder auf China-Schrott hinauslaufen. Wir können ja mal schauen, was dir der Hersteller noch so mitliefert. Vielleicht haben wir noch irgendwo einen Hinweis auf den Hersteller. Zum Beispiel, das ist das leichteste Ladegerät, was ich jemals in meinen Pfötchen halten durfte. Ja, ein völlig unbeschriftetes Ladegerät, das ist mir bisher auch nur einmal untergekommen, ich glaube bei einem X-Goodie-Telefon. Hier steht also nicht mal die Leistung drauf, das ist sehr, sehr selten. Und dann haben wir hier noch, das ist echt eigenartig bei den ganz, ganz billigen Geräten oder bei Fake-Geräten ist häufig ein Headset dabei, bei teuren Geräten muss man es dazu kaufen, ist aber wahrscheinlich qualitativ mit dem Inhalt eines Kaugummi-Automaten zu vergleichen. Dann hätten wir hier noch ein USB-Kabel, es ist Micro-USB-Kabel. Und ein Silikonschutzcase hier für die Rückseite. Und eine Display-Schutzfolie. Wollen die mich auf den Arm nehmen? Schön, dann hat sich ja meine Investition doch noch gelohnt. Denn man kann wohl davon ausgehen, dass das Zubehör hier bedeutend mehr wert ist als das Gerät selber. User Manual hier für Android offensichtlich. Aber erstmal um eins festzuhalten. Boah, der Rahmen sieht eigentlich auch echt nice aus. Ja, hier unten angedeutet zwei Lautsprecher. Ist eigentlich nur einer, das sehe ich von hier aus. Der linke ist blind, aber ein Mikrofon und noch den Micro-USB-Anschluss. Lautstärke-Wippe. Das ist jetzt nicht nur hier so ein Metallrahmen, sondern das schimmert auch leicht bläulich. Die Rückseite hier mit Farbverlauf ist aus Plastik. 3-Kameramodul. Ist da noch eine Schutzfolie drauf? Sieht nämlich so aus. Also entweder zerkratze ich gerade fürchterlich die Kamera oder da ist eine Folie drauf. Ja, da ist tatsächlich eine Folie drauf. Wenn man das einfach mal kaum sehen kann, dass da eine Folie drauf ist. Schön breiter LED-Flash. Ja, das soll wahrscheinlich ein Sensor sein. Aber wenn ich mit dem Fingernagel drüber fahre, merke ich, dass der aufgemalt ist. Und ja, hier steht auch noch irgendwas. HD-Kamera. Was? Summafit. 2.227SOH. Irgendein Geschriebsel halt, der vermutlich ohnehin nichts zu sagen hat. Und wir nehmen mal hier die Schutzfolie runter. Und ich muss sagen, ich bin noch ein bisschen überrascht. Also, klingt komisch, aber positiv. Denn normalerweise hätte ich jetzt ein Gerät erwartet, wo einfach die Rückseite ausgetauscht wurde. Aber das ist hier offensichtlich nicht. Das ist tatsächlich eine Neuproduktion. Das ist nämlich, ach, hier oben haben wir noch einen 3,5 mm Klinkenanschluss. Ja, also wie beim Original, ne, Micro-USB und Klinke. Und auf der linken Seite haben wir gar nichts. Und auf der rechten Seite Power-On-Taster, ein Lautstärke-Wippe. Eigentlich muss ich sagen, ganz vernünftig gemacht. Und von der Optik her absolut, vor allem in dem Preisbereich. Ja, ich muss zugeben. Ja, das hat mich jetzt doch, also ich hatte ehrlich gesagt was ganz anderes erwartet, weil die Produktbilder sehr häufig gefaked sind. Allerdings, ich bin einfach mal komplett am Eskalieren, weil dieses Stück Resteverarbeitung nicht funktioniert. Ich habe das jetzt schon so lange rumliegen und nun wollte ich endlich ein Video drüber machen und das Ding ist einfach mal komplett tot, lässt sich nicht laden und natürlich nicht starten. Gut, dachte ich mir. Kennst den Schrott ja schon. 6580, also ein Quad-Core-CPU statt 10 Kerne, 1 GB Arbeitsspeicher, 16 oder 8 GB Festspeicher, irgendein mistiges HD-Display, zumindest mit IPS, kennen wir schon. Das ist ein bisschen was anderes, hat mich überrascht, weil Notch immerhin reingesägt wurde, denn was wir jetzt ja inzwischen ja auch kennen, das sind irgendwelche uralten Telefone mit einer abnehmbaren Rückseite, wo dann die Rückseite ersetzt wird gegen eine moderne. Die Front sieht immer noch genauso mistig aus, wie es halt auch schon vorher aussah und läuft natürlich dann Android 4.4 oder 5 drauf. Hier vermutlich Android 6, natürlich kein Android 9. Dachte ich mir, naja, um euch zu trösten, nehmen wir halt ein anderes Telefon, das ich schon mal vorgestellt hatte. Nämlich das X-Goodie, Fake, sonst nicht was. War relativ teuer sogar gewesen für ein Fake-Phone und ja, es geht auch nicht mehr. Ist eine schick gemachte Kopie hier, muss ich zugeben. Hier Mr. OEM-Fabrik hat sich hier aber richtig Mühe gegeben, das Teil hier zumindest optisch ein bisschen anspruchsvoller zu gestalten. Bei X-Goodie, da haben wir ja schon so richtig lustlose Versuche hier im Video auseinandergenommen. Das ist natürlich der größte Trash ever. Klar, welches den Verkäufer anschreiben und sagen, hier, pass auf, du hast mir nicht funktionierenden Schrott verkauft. Aber ich gehe einfach mal davon aus, dass der nicht reagieren wird. Ich habe ja schon einen Fall offen mit diesem blöden Mini-Telefon, was mit Sex Werbesoftware ausgeliefert wurde. Der Fall ist immer noch offen. Die reagieren darauf natürlich nicht. Geschweige denn, also, dass ich da vielleicht noch E-Mail hinschreibe und sage, Gewährleistung oder das interessiert die natürlich überhaupt gar nicht, weil ich meine, die verkaufen gefakte Telefone. Die interessieren sich für Gewährleistung oder irgendeinen anderen Service natürlich überhaupt gar nicht. Ich kann euch jetzt im Prinzip nur vertrösten. Eins habe ich jetzt leider noch übrig. Das ist dann das letzte Gerät jetzt, was ich in diesem Jahr eingekauft hatte. Und zwar auch wieder ein X-Goodie. Das aber nur, weil naja, das hat mich schon ein bisschen, also verwirrt, als ich das gesehen hatte. Sieht von vorne aus wie ein
Wow, ist das eine mechanische Taste? Das habe ich auch schon lange nicht mehr gehabt. Ja, sieht von vorne aus wie uralt und von hinten ist es einfach mal ein verdammtes Auto. Auch mit einer Dualkamera. Das ist zu feierlich. Das habe ich auch. Das wird wahrscheinlich auch absolut schrottig sein. Befehl zurück, es funktioniert! Es funktioniert! Der Akku war nur tief entladen. Und mit viel Geduld und Spannung, naja, habe ich ihn jetzt doch eine Grundladung verpasst. Jetzt ist er bei 17%, hat ewig lang gedauert. Ich hatte es natürlich auch schon vorher versucht mit verschiedenen Ladegeräten und mit viel Zeit. Und jetzt habe ich es einfach gelassen, trotzdem dran gestöpselt. Ich kenne mich ja mit tiefentladenden Akkus so ein bisschen aus. Und siehe da, ich hatte es eigentlich schon wieder verpacken wollen. Machen wir die Displayschutzfolie ein zweites Mal wieder runter und widmen uns nun doch noch dem Gerät. Jetzt versuche ich das X-Goodie, das hängt jetzt auch die ganze Zeit dran, der Hoffnung, dass irgendwann der Akku wieder Ladung annimmt. Ich gehe davon aus, das ist das gleiche Problem. Und ja, was ich zwischenzeitlich mal noch rausgefunden hatte, war, passt mal auf, ich hatte vorhin, ich weiß nicht, ob ich es erwähnt hatte, die Kamera lief mich vorhin mal wieder eine Zeit lang nicht. Und da habe ich wieder, naja, mit mir selbst gesprochen. Ich hatte ja erwähnt oder halt nicht, dass es sich hier um einen Metallrahmen handelt und dann abgesetzt eben eine Plastikrückseite, die natürlich nach Glas ausschauen soll, davon abgesehen. Und ich weiß nicht, ob wir über diesen Fleck hier gesprochen hatten, was er wie ein Sensor ausschaut. Und jetzt passt mal auf, ich hatte ja nach den Sim-Schnitten gesucht und nicht gefunden, weil auch das eine abnehmbare Rückseite ist. Und in den seltensten Fällen handelt es sich dabei wirklich um eine Metallrückseite. Kommt auch vor, eine abnehmbare Metallrückseite ist hier natürlich nicht der Fall. Das ist Plastik und da wurde das hier irgendwie aufgedampft, reingeschweißt oder vielleicht wurde das gesamte Telefon aus einem noch viel größeren Telefon rausgefeilt. Ja, es ist tatsächlich ein reiner Plastikbomber, aber man sieht es wirklich nicht. Es ist wirklich sehr gut gemacht, muss ich sagen. Es ist wirklich sehr gut gemacht. Und obwohl die Rückseite hier komplett aus Plastik ist, sieht es dann aber so aus, als wäre das ein Metallrahmen und dann abgesetzt drauf eben eine Plastikrückseite. Habe ich mich ein bisschen trollen lassen, aber gute Kopien können ja letztendlich auch gut sein. Das, ja, wird natürlich hier, ich habe jetzt eigentlich vorhin schon ein bisschen was gespoilert und ich lasse jetzt auch alles so, wie es ist. Ich will das jetzt irgendwie alles noch fertig bekommen. Es hat jetzt viel zu viel Zeit gekostet. Wir starten trotzdem ins Recovery. Jetzt kommt hier nur Welcome. Es ist auch wieder mal total viele Hinweise hier auf den ursprünglichen Hersteller hinterlegt worden. Wir sehen auch schon mal das Display-Body-Verhältnis. Und ja, Factory Mode, wir sind hier im englischsprachigen Recovery. Das ist ungewöhnlich, weil normalerweise das Ganze auf Chinesisch ist bei solchen Importgeräten. Und jetzt können wir uns durchmanövrieren. Also Recovery, das ist so eine Art BIOS beim Computer, ist also dem System vorgeschalten. Und da kann man so ein paar grundsätzliche Einstellungen machen, auch ein paar Daten auslesen. Manövriert wird hier über die mechanischen Tasten, weil Touch hier nicht funktioniert. Dabei ist die Lautstärke-Leiser-Taste ist nach unten, Lautstärke-Lauter ist zurück und der Power-On-Taster ist bestätigen. Also gehen wir hier mal ganz gechillt auf Version und schauen mal, was jetzt hier schon mal ausgelesen werden. Oh, okay. Android 5.1 sagt er hier, während in der Beschreibung in Android 9 stand und in den Beschwerden, also in den Bewertungen, hat einer fast ein Android 6 geschrieben, aber es ist sogar noch älter. Android 5.1, vielleicht noch ein bisschen Custom OS drüber gebügelt und da sieht man das nicht gleich, dass sich das hier um ein uraltes Betriebssystem handelt. Und hier sehen wir auch schon mal Chip, ja, der 6580. Das ist ein Vierkerner mit 1,3 GHz und mit Sicherheit kein 10-Kerner und vor allem unterstützt der hier auch kein LTE. Und wir wissen, der 6580, ja, der reicht schon, dass Android einigermaßen flüssig läuft. Aber Games oder sowas laufen da überhaupt gar nicht. Jetzt gehen wir zurück, ne? Lautstärke lauter, gehen runter auf Reboot und können den ganzen Spaß jetzt mal richtig starten und kommen dann hoffentlich ins System. Und wir sehen ja auch erstmal mit dem Display, das sieht erstmal so gar nicht mehr so schlecht aus. Das erinnert uns noch ein bisschen an den 1:1-Kopien, die ich auch schon vorgestellt hatte. Sehr stark auf Optik getrimmt, das heißt ein halbwegs vernünftiges Display. IPS sieht man hier auch, das ist auf jeden Fall ein IPS-Display. Das heißt, es ist Blickwinkel stabil, im Gegensatz zum TN-Panel. Außerdem hat man ein bisschen bessere Farben und sieht halt nicht so nach in den Menüs. Weil immer nur Welcome, ja. Schickes Auto haben sie da jetzt eingepflegt als Hintergrund. Und das ist genau das, was ich meine. Wenn man genau hinschaut, dann merkt man, okay, das Display löst nicht besonders hoch auf. Ich würde sagen, das Display kommt hier nicht mal auf HD+. Ich denke mal so Quarter HD. Der namenlose Hersteller, der hier hinter diesen technischen Verbrechen steht, hat tatsächlich eine Custom OS drüber geballert. Das heißt, das ist, ja, nicht groß um Funktionen erweitert wurden. Ja, das sieht man sofort, dass das im Großen und Ganzen hier rein funktional haben wir. Nee, App Drawer ist auch noch dabei. Rein funktional hier eigentlich nichts gemacht wurde. Keine Tools, ja, wie MIUI zum Beispiel. Aber es wurde kosmetisch stark überarbeitet. Hat den Vorteil, dass man hier die Android-Version nicht groß an der Optik identifizieren kann. Ja, weil das kann ja alles rein und raus gepatcht werden, so wie es halt lustig ist. Angefangen von der Uhrzeit-App bis hin eigentlich zum Einstellungsmenü beispielsweise. Leute, ist das nicht hier Safari-Icon? Ja, sogar Taschenrechner wurde hier ausgetauscht. Also das Symbol für einen Taschenrechner wurde ausgetauscht. Die Google-Apps sind vorinstalliert. Hier Settings-Menü genau das gleiche. Das Icon wurde auch ausgetauscht. Und hier im Einstellungsmenü
selber sehen, weil es wurde kosmetisch so stark überarbeitet, dass man nicht sofort Lollipop hier raus sehen kann. Und wenn wir auf About Phone gehen, steht hier dann natürlich Android 9.1. Hatten wir schon des Öfteren gehabt, dass es problemlos manipulierbar ist. Haben auch ein paar Zuschauer immer reingeschrieben, welche Datei man da bearbeiten muss, damit dann die Android-Version falsch angezeigt wird, damit dann hier auch irgendwelche Daten im Einstellungsmenü angezeigt werden, wie CPU-Cores, 10-Core. Ja, das kann auch eingepflegt werden. Und dass die Daten auch falsch ausgelesen werden. Oh, Android-Sicherheits-Patch-Level, 1.6.2016. Das ist eine Überraschung, weil das wird meistens auch abgeändert mit einem neueren Datum, das dann halt steht 2018 oder 2019. Baseband-Version steht hier der SoC da. Ja, offensichtlich kannte sich derjenige, der das Ganze hier manipuliert hat, nicht wirklich aus. Wo haben wir die Android-Version? Tippt man die mal an, mal schauen, ob das, ja, wurde auch aktualisiert. Hier wurde das P eingepflegt, obwohl jetzt eigentlich ein Lolli erscheinen müsste. Ja, aber zumindest das funktioniert. Ja, da war auf jeden Fall derjenige hinterher gewesen für den Fall, dass jemand das tatsächlich ein bisschen überprüfen möchte. Aber das haben wir tatsächlich meistens, manchmal haben wir ein bisschen widersprüchliche Sachen davon abgesehen. Hier das Einstellungsmenü, hoppla, hier das Einstellungsmenü, wie gesagt, das ist hier halt kosmetisch überarbeitet worden, dass man nicht gleich feststellen kann, welche Android-Version es sich hier handelt, aber zumindest so von den Funktionsumfang, ja, es ist halt Lollipop, nicht wahr? Mehr Visions wohin dabei, aber witzigerweise nicht mal ein Lichtsensor ist hier verbaut, das ist echt krass, wir könnten uns hier mal die Schriftgröße ganz klein machen, damit man noch ein bisschen mehr sehen kann, dass das Display auf jeden Fall hier ein bisschen niedrig auflöst. Ja, leider muss ich jetzt schon wieder ans Ladegerät, die 15%, die ich draufgeladen hatte, die waren gerade ein paar Minuten leer gewesen. Ich würde das Gerät gerade noch ein bisschen einrichten und ein paar Apps installieren. Das werde ich jetzt natürlich noch nachholen, allerdings am Ladegerät. Danach mache ich weiter für euch und allerdings nur die Zeit eines kurzen Cuttes vergehen. So, ich habe jetzt den Akku wieder ist schon wieder Battery Slow. Um 15% geladen, jetzt haben wir ein bisschen Zeit. Also da sagt uns schon mal die Akkukapazität, die sie hinten drauf gestempelt haben auf den Akku, die stimmt schon mal auch nicht. Der Akku geht extrem schnell leer und braucht aber wieder ewig, um voll zu laden, ein paar Prozente. Ich konnte auch zumindest mich bei Google anmelden, habe hier MyDevice und FakeDevice runtergeladen, habe auch mir mal die Kamera angeschaut, hab das Gerät mal am Computer angeschlossen. Da werden 128 GB angezeigt hier an Festspeicher. Den wird man so allerdings nicht verwenden können, denn FakeDevice gibt hier freien Speicher 12,6 aus. Sagt ja auch, dass der Speicherplatztest hier failte, also der ist fehlgeschlagen, weil das alles nicht stimmt, was da angegeben ist. Es ist hier also, wenn 12,5 frei sind, haben wir ungefähr 16 GB Bruttokapazität hier an Festspeicher. Das gilt auch für den Arbeitsspeicher, den hat er hier mit 1 GB ausgelesen und wir haben hier auch die Android-Version korrekt ausgelesen mit Android 5.1. Genau, das ist dann hier und auch hier SD-Cards Version 22 und auch der SoC, das ist hier auch ein 4-Kerner, also genauer sagt der Prozessor und eben kein 10-Kerner, wie es in der Beschreibung steht. Hier steht es dann auch 6580, der durchaus bekannte SoC von MediaTek, der auch schon uralt ist, davon abgesehen. Aber ist eben hier das, was ich erwartet hatte. Ist im Übrigen eigentlich auch so ziemlich das, was ich vorhin gesagt hatte. Also ich dachte, das Gerät ist komplett im Eimer. Hatte ich ja gesagt, ja, das ist vermutlich hier wieder die in die Hardware, die hier verbaut wurde. Und das ist sie tatsächlich auch. Was mich ein bisschen komisch, nicht komisch, was mich ein bisschen einfach nur positiv überrascht hat, ich habe mir gerade die Kamera angeschaut. Die kann ich euch jetzt mal einblenden. Also nicht die Kamera, sondern natürlich das Bild von mir. Da habe ich die Frontkamera mal bemüht. Und das sieht gar nicht mal so schlecht aus, muss ich zugeben. Witzigerweise allerdings an der Stelle. Ich blende euch jetzt mal noch ein Bild von der Hauptkamera ein. Und das sieht tatsächlich schlechter aus. Ist irgendwie schon ein bisschen eigenartig. Im Großen und Ganzen ist das natürlich hier alles Kartoffel-Styles. Die Qualität der Kamera. Und hat natürlich hier mit Triple überhaupt gar nichts zu tun. Das ist eine Single-Kamera, die eher schlechte Bilder macht. Was tatsächlich funktioniert, das ist Face ID. Passt mal auf. Wir entsperren das Ganze mal. Ha, hat's hingekriegt, ja, obwohl jetzt das so gegen das Licht war. Wo wollte ich's ja genau? Hier Face Unlock. Das ist aber irgendwie eine eigene App und die ist auch ein bisschen mysteriös gestaltet, weil die irgendwie aussieht wie von Android 4.4. Ja, Unlock Selection. Der erkennt nicht, dass das bereits eingerichtet ist. Ich muss das jetzt alles komplett neu, jetzt ist es beendet. Schön, funktioniert wunderbar. Fingerprint Management, das habe ich noch gar nicht gesehen. Ist jetzt nur die Frage. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Das Fenster ist die Taste gibt's nicht. Lol. Wow. Oh, hier, wie schnell. Das schnellste Fingerabdruckscanner der Welt. Wollen wir noch ein paar machen? Ja, wir machen das jetzt auch mal. Yeah, boah, ich bin super. Komm, wir machen das. Wir machen das nochmal. Also, ich glaube, das ist der schnellste In-Display-Fingerabdruckscanner, den jemals, wie viel kann man davon eigentlich genau machen? Komm, lass mal auf die Spitze treiben. Weil das Ding ist übelst am Vibrieren, wenn ich das mache. Okay, also. Nein, jetzt hört's auf. Bei 5 ist Schluss. Hier 5 von 5, da steht's eigentlich auch. Hätte ich vielleicht lesen können. Ist auf jeden Fall spaßig, das Ganze hier ein bisschen zu trollen. Passt mal auf. Jetzt machen wir das Ganze mal wieder an.
ins Gesicht. Ins Gesicht. Jetzt ist hier tatsächlich das gesperrt. Jetzt kann ich, ich muss die PIN eingeben. Was jetzt natürlich dann nicht funktioniert, wenn es die falsche ist. Oder ich entsperre das Ganze jetzt. Ah, super clever. Man muss gedrückt halten. So. Also nur kurz antippen, ja, das reicht nicht. Der will genau den Finger abscannen, zum Beispiel diesen hier. Das ist ein super moderner Fingerabdruckscanner. Der kann uns nämlich aussuchen, welchen Finger man beim Entsperren des Telefons hier einsetzt. Das kann mein Daumen sein. Das kann, wie ihr gerade gesehen habt, auch mein kleiner Finger sein. Das ist auch kein Problem. Das kann aber auch der Finger von einer ganz anderen Person sein. Der Fingerabdruckscanner hier unter dem Display, der ist da großzügig. So großzügig, dass er praktisch jeden Finger akzeptiert, was daran liegt, dass in diesem Gerät kein Fingerabdruckscanner unter dem Display verbaut ist, sondern das ist hier einfach ein Onscreen-Button. Das würde ich gelinde gesagt als gefährlich betrachten. Öffnet man freiwillig jeden Schurken die Möglichkeit, das Gerät zu entsperren, unter Umgehung der PIN-Eingabe. Connect your charger. Danke. Sowas geht echt nur bei realen China-Schrott, den ich heute euch mal wieder vorgestellt habe, in Form des P35, ein Telefon, was ein P30 sein möchte von Huawei, aber im Ende einfach nur wie immer eine unglaublich schlechte Kopie ist. Schön. Wenn euch das Video gefallen hat, also nicht unbedingt das Telefon, sondern eher das Video, die dritte Katze fehlt. Wahrscheinlich haben sie die Katze geholt, das machen die ab und zu. Ja, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da, abonniert vielleicht meinen Kanal, auch unter anderem für noch mehr China-Schrott. Allerdings, hauptthematisch werde ich immer brauchbare China-Geräte vorstellen. Wie aktuell bin ich am DJI N20 dran, vorher ich das mit DJI A5 Pro. Die Geräte kosten auch nur 80 bis 100 Euro. Die sind halt richtig gut und haben auch die Hardware verbaut, die auch angeboten wurde, also die im Datenblatt steht. Diejenigen, die meinen Kanal verfolgen, die kennen sich da ja inzwischen bestens aus. Ich kann nur sagen, fallt auf solche super Angebote nicht rein. Das sind immer so um 50 bis 150 Euro, kann man dann so einen dreisten Quatsch sich dann hier bestellen. Leider wird das jetzt alles immer mehr, das ist wirklich unglaublich, das wird ja richtig gespammt jetzt auf allen bekannten Verkaufsplattformen. Ich kann euch sowas nur ab und zu mal vorstellen, wieder so einen aktuellen Fake und ihr seid dann gewarnt und wisst Bescheid, dass das einfach Blödsinn ist, den man nicht bestellen sollte. In der Hoffnung, dass die Verkäufer das auch irgendwann mal aufgeben, ist auch Ressourcenverschwendung, ist seinesgleichen sucht. Wir sehen uns hoffentlich zum nächsten Video wieder. Kommt auf moschus.de, weil die Seite super ist. Unten in der Videobeschreibung gibt es ein paar Links. Da verlinke ich euch auch mal das Gerät, auch nur zum Anschauen, nicht zum Kaufen. Auch von Amazon, da kann man sowas ja auch ordern. Und nur, dass ihr Bescheid wisst, wie sowas aufgezogen ist. Aber wie gesagt, bitte nicht bestellen, es lohnt sich nichts. Da könnt ihr euch sicher sein. Bis dahin, ciao.